Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sind wir nicht umsonst dick eingepackt, weil die Temperaturen draußen sind weit in den Minusbereich gefallen. Und da kommen die ersten Fragen auf, ob man noch Sport machen soll und wie man es am besten macht. Was kann ich trainieren und wie kleide ich mich eigentlich am besten ein? Und wie gefährlich sind Minustemperaturen für den Körper jetzt wirklich? Genau das schauen wir uns in dem heutigen Video an. Also, los geht's! So wie ich gerade eingekleidet bin, ist es mal nicht optimal für ein Training draußen. Die dicke Daunenjacke ist da nicht optimal, weil man dadurch zu schnell ins Schwitzen kommt. Was ich jedoch trotzdem richtig gemacht habe, ist, dass ich gerade mehrere Schichten anhabe. Ich habe die dicke Jacke an, drunter eine zweite Jacke, dann einen Pullover und dann ein Leiberl. Jedoch sind diese Schichten gerade alle nicht atmungsaktiv. Das heißt, du solltest darauf achten, dass du mehrere Schichten anziehst und diese Schichten auch alle atmungsaktiv sind, damit die Wärme, die in deinem Körper entsteht, wenn sie zu viel ist, auch nach außen abtransportiert werden kann. Das Zwiebelprinzip kennst du sicher, wenn du dich schon mehr mit dem Laufen beschäftigt hast. Wenn dir dann zu warm werden sollte, kannst du einfach jederzeit eine Jacke ausziehen und so kommst du nie in diese Überhitzung und kannst dich trotzdem richtig bei starken Minustemperaturen anziehen. Auch der Kopf ist ein wichtiger Bestandteil, weil gerade bei starken Minustemperaturen musst du deinen Kopf unbedingt bedecken, weil gerade über den Kopf sehr viel Wärme verloren geht. Am besten schützt du nicht nur deine Ohren, sondern setzt so wie ich eine Haube auch auf. Auch die Hände sollten mit Handschuhen geschützt werden, weil auch über die Finger sehr viel Wärme verloren geht. Wie gefährlich sind jetzt Minusgrade gerade für den Körper und die Gesundheit? Hier kann man sagen, oder hier kann man mal schauen, wie es so bei anderen Wintersportarten ist. Denn wir kennen es doch alle, dass zum Beispiel Biathleten, Skispringer, Skifahrer trotzdem starten. Aber gerade wenn jetzt zum Beispiel die Temperaturen unter minus 20 Grad fallen, dann ist auch beim Biathlon Wettkampfverbot. Denn dann können sich Schadstoffe bilden, die sich am Boden ansammeln und die Atemwege zum Beispiel sehr reizen und auch die Luft dann so trocken ist, dass du die Bronchien reizt und nicht mehr für deinen Körper das Beste und Optimalste für die Gesundheit tust. Aber jetzt für uns normale Sportler, wo es vielleicht jetzt nicht minus 20 Grad kriegt, sondern maximal minus 10, da solltest du trotzdem vielleicht bedenken, dass du deine Atemwege nicht so stark reizt bei diesen Minustemperaturen, vielleicht ein bisschen langsamer Trainingseinheiten machst, nicht die härtesten Intervalle, denn es kostet dir einfach viel mehr Energie, weil die Luft muss für die Lunge trotzdem aufgewärmt werden. Aber was zum Beispiel nicht stimmt, ist, dass Bronchien durch die kalte Temperatur einfrieren können. Was du auch machen kannst, ist ein Tuch vor den Mund ziehen, weil so kannst du schon mal die Atemluft ein bisschen aufwärmen, bevor sie wirklich in die Lunge geht. Beschäftigen wir uns jetzt kurz mit der Frage, was man bei eisigen Temperaturen trainieren kann. Bei Temperaturen bis ca. minus 5 Grad kannst du eigentlich weiter trainieren wie normal. Du kannst lockere Einheiten machen, aber auch intensivere Einheiten. Sollten die Temperaturen aber trotzdem weiter in den Minusbereich fallen und dann befinden wir uns ca. bei minus 10 bis minus 15 Grad, solltest du schon wieder aufpassen. Da solltest du auf intensive Einheiten verzichten und nur noch lockere Trainingseinheiten im Freien machen, wo du dich richtig kleidest und auch deine Bronchien mit einem Tuch vom Mund zum Beispiel schützt. Die intensiven Trainingseinheiten, die musst du dann, wenn es so kalt ist, nach innen verlegen und auf Alternativtraining, zum Beispiel dem Ergometer oder eine Indoorhalle, zurückgreifen. Weil wir es jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, möchte ich nochmal kurz auf die Tücher, die du zum Beispiel vor den Mund geben kannst, damit du die Luft zum Beispiel aufwärmst, reden. Das sind sogenannte Buffs oder eben Schlauchtücher, wo du einfach das über den Kopf ziehen kannst und dann hast du es direkt um den Hals. Jetzt kannst du bei Bedarf das Tuch einfach über den Mund ziehen und kannst so die Luft vorwärmen. Gibt es in verschiedenen Farben, verschiedenen Ausführungen und ihr kennt sie wahrscheinlich vom Skifahren. Du kannst zum Beispiel dann auch einfach das als Stirnband verwenden oder du baust deine Haube daraus. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber auch eben als Halstuch bzw. Tuch vor dem Mund ist es sehr ideal und kann dir helfen beim Laufen, wenn es draußen etwas kälter ist. Also unbedingt mal testen und deine eigene Meinung dazu bilden. Auf was du auch noch aufpassen solltest, bevor du deine Trainingseinheit startest, wie stark der Wind geht. Oft betragen Temperaturen gar nicht mal so einen hohen Minusbetrag, zum Beispiel sagen wir jetzt minus 6 Grad, aber draußen geht starker Wind.
Und wenn du dich dann anziehst für minus 6 Grad, wie du dich normal anziehst, und du gehst hinaus in den Wind, dann wirst du schnell merken, hui, es ist deutlich kälter als sonst. Der Wind macht das Ganze einfach unangenehmer. In den Wetterberichten steht oft eh schon dabei, minus 6 Grad Temperatur, gefühlt minus 12 zum Beispiel. Schenk dem einfach auch kurz Aufmerksamkeit und du wirst dich dann richtig anziehen können. Bevor du mit dem Training startest, einfach einen kurzen Blick aus dem Fenster werfen und schauen, wie stark ist der Wind und was ziehe ich am besten an. Wie immer gilt, wenn es um medizinische Themen geht, wir sind keine Experten, wir können nur unsere Erfahrungen, das was wir gehört haben, was wir vielleicht gelernt haben, an euch weitergeben. Und wenn ihr wirklich medizinisch, wissenschaftlich korrektes Informationen braucht, dann redet auf jeden Fall mit einem Arzt oder eben einem Experten auf diesem Gebiet. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wir haben euch jetzt unsere Erfahrungen mitgegeben, was wir über die Jahre sammeln konnten. Also, viel Spaß auf jeden Fall weiterhin beim Laufen in der Kälte. Ihr seht jetzt, mit ein paar Kleinigkeiten, auf die man achtet, kann man sich das Leben schon um einiges erleichtern. Nochmal kurz zusammengefasst, vor allem die richtige Kleidung ist wirklich wichtig. Und den Wetterbericht bedenken und schauen, wie kalt ist es wirklich. Wir wünschen euch viel Spaß beim Laufen und sehen uns dann wieder nächste Woche beim nächsten Video.